Hallihallo und Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner Kurzversion des Universe Tutorials. Ja, es gibt auch eine lange Version, die geht immerhin über eine Stunde, eine detaillierte Expertenversion, sage ich jetzt einfach mal. Doch dieses Video hier soll sich vor allen Dingen an diejenigen richten, die bisher noch nie den Universe Mode gespielt haben und sagen wir mal einfach vielleicht früher den Showcase gespielt haben und einfach nur drauf losspielen wollen, also nur so die Grundkonfigurationen kennen wollen. Und das kann ich natürlich in einem kurzen Video nochmal darstellen. Fangen wir direkt an. Ihr habt neuerdings die Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Universes zu spielen. Also nehmen wir an, ihr wollt zum Beispiel das Standard-Universe spielen. Das ist schon voreingestellt. Das müsst ihr einfach nur laden. Oder die andere Möglichkeit, ihr wollt zum Beispiel ein Oldschool-Universe spielen. Dann könnt ihr hier eben auch ein Oldschool-Universe erstellen. Wie das im Detail geht, da empfehle ich vielleicht sogar eher die Experten-Video-Funktion von mir zu nutzen, weil da wird das etwas genauer beleuchtet. Ansonsten, wie gesagt, wollt ihr jetzt einfach nur drauf losspielen, dann könnt ihr direkt das Universe schon nutzen, was es schon vorgefertigt hier im Spiel gibt. Wenn ihr euer Universe gestartet habt, habt ihr im Prinzip vier verschiedene Funktionen. Das obere Bild, wo die ganzen Wrestler zu sehen sind, ist die eigentliche Show. Dazu kommen wir später. Dann gibt es den Kalender, mein Universe und die Story-Optionen. In die Story-Optionen gehen wir natürlich auch als erstes mal kurz rein. Und bei den Story-Optionen gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Mein Tipp ist, lasst es einfach alles an. Wenn ihr das maximale Spielgefühl haben wollt, lasst es alles aktiviert. Dieses Video richtet sich ja wie gesagt direkt an diejenigen, die es sofort loslegen wollen. Und da habt ihr hier die Möglichkeit eben im Kalender, ja, kleine Umstellungen zu machen, sage ich jetzt mal. Ihr könnt zum Beispiel dort einstellen, wenn ihr auf Bearbeiten geht und dann eine Show anklickt, wie viele Matches gespielt werden sollen oder welche Teilnehmer ihr spielen wollt. Ihr könnt natürlich auch andere Shows einstellen. Da empfehle ich jetzt wieder das Expertenvideo. Ich zeige euch ganz kurz im Detail, wie ihr diese Show einstellen könnt. Zunächst geht ihr mit der Dreiecktaste oder Y-Taste direkt in die Bearbeitungsfunktion des Kalenders. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, eine Show anzuklicken. Das ist mit der X-Taste bei der PlayStation und mit der A-Taste bei der Xbox möglich. Und dann könnt ihr euer Roster zusammenstellen. Also ihr geht dann einfach auf Teilnehmer und könnt dann auswählen, wen ihr in dieser Show haben wollt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit zu sagen, welche Matchanzahl ausgewählt sein soll, also zum Beispiel 5 oder 6 Matches oder eben 7. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eure Championships auszuwählen. Wie gesagt, soweit erstmal dazu. Mehr erfahrt ihr, wie gesagt, im Expertenvideo. Es gibt sogenannte Hauptshows und Nebenshows. Hauptshows sind zum Beispiel Raw und SmackDown, Nebenshows zum Beispiel Superstars und Main Event. Nebenshows haben keine Rivalitäten, das heißt, sie haben keine Stories. Ihr werdet also keine Cutscenen sehen, also keine Storyentwicklungen durchleben können, während es wiederum in den Hauptshows in der Regel immer der Fall ist. Deswegen habt ihr die Möglichkeit, natürlich auch Shows zu löschen. Also Nebenshows müsst ihr nicht behalten. Das könnt ihr in der Regel mit der X-Taste bei der Xbox und mit der Viereck-Taste bei der PlayStation. Wenn ihr mit dem Kalender fertig seid, könnt ihr einfach mit der Kreistaste bzw. mit der B-Taste zurück in die Hauptansicht gehen. Dort könnt ihr dann das Mein Universe aufrufen und habt ihr als erste Rubrik die News. Die News könnt ihr euch anschauen, also alles, was so passiert ist, storymäßig in den letzten Wochen. Könnt ihr alles nochmal in Ruhe durchlesen und eine Chronik habt ihr, die könnt ihr oben aufrufen mit der R1-Taste bzw. L1 könnt ihr dann durchnavigieren. Wenn ihr dann die News verlassen habt, könnt ihr in die Rivalitäten gehen. In den Rivalitäten habt ihr die Möglichkeit, One vs. One und Two vs. Two
Fäden anzulegen. Ihr könnt noch die Dauer festlegen und natürlich die Fädenteilnehmer. Das ist relativ einfach. Es gibt aber auch schon Rivalitäten, die bereits dort hinterlegt sind. Die könnt ihr natürlich auch einfach nutzen, als wenn ihr drauf losspielen wollt, könnt ihr das dort hier tun. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier eine Ansicht aufzurufen, wie diese Rivalität bisher verlaufen ist. Wenn ihr das einfach anklickt, wird die aufgerufen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, auch hier wieder einen Bearbeitungsbildschirm zu öffnen und diese Rivalität selbst zu ändern. Eines ist nur sehr wichtig noch, ihr müsst bedenken, diese Rivalitäten haben immer einen 4-Wochen-Rhythmus. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Rivalität löscht und dieser 4-Wochen-Rhythmus ist bereits angefangen, also zum Beispiel nach 3 Wochen löscht ihr jetzt eine Rivalität, dann müsst ihr eben noch ein bisschen warten, bis dann die nächste Rivalität beginnt. Die beginnt in der Regel immer nach dem letzten Pay-Per-View. Wenn ihr die Rivalitäten verlassen habt, habt ihr die Möglichkeit, die Championships aufzurufen. Bei den Championships ist es so, dass ihr einfach einen Champion einstellen könnt und eben auch die Rangliste hier bearbeiten könnt. Also wer ist der Hauptherausforderer von diesem Champion? Wichtig ist das auch für die KI, weil die dann dementsprechend oft diesen natürlich auch als Champion-Gegner bringt. Also das könnt ihr hier bearbeiten. Das ist dann möglich wieder mit der Dreiecktaste bzw. mit der Y-Taste. Wenn ihr nun die Rivalitäten verlassen habt, könnt ihr in die Superstar-Bearbeitung reingehen. Das müsst ihr natürlich nicht. Die Original-Superstars sind bereits drin. Solltet ihr aber zum Beispiel selber Superstars heruntergeladen haben oder selbst erstellt haben, dann wollt ihr die natürlich sicherlich auch in den Schuss auftreten lassen. Das könnt ihr hier tun, und zwar indem ihr in den Bearbeiten-Modus reingeht. Dazu müsst ihr die Dreieckstaste drücken bzw. die Y-Taste und danach habt ihr die Möglichkeit, diesen Superstar zu bearbeiten. Und da könnt ihr zum Beispiel diesen Superstar einer Show zuweisen. Natürlich könnt ihr noch andere Dinge einstellen. Hier empfehle ich dann wieder mein Expertenvideo. Ihr könnt zum Beispiel dann einstellen, mit welcher Leitung er zum Beispiel in diese Show kommen soll und so weiter und so weiter. Wenn ihr den Bearbeitungsmodus wieder verlassen wollt, einfach die Kreistaste drücken bzw. die X-Taste bei der Xbox. Ja, und dann kommt ihr zurück und habt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Statistiken anzuschauen. Dazu könnt ihr einfach den Superstar anklicken und dann seht ihr hier, wie gesagt, die Statistiken und die News zu dem Superstar. Ja, und dann könnt ihr eigentlich auch schon wieder aus der Superstar-Bearbeitung rausgehen und die Tag-Team-Bearbeitung aufrufen. In der Tag-Team-Bearbeitung habt ihr die Möglichkeit, vorhandene Tag-Teams natürlich anzuschauen und auch diese Statistiken anzuschauen oder über den Bearbeitungsmodus, den ihr natürlich wieder mit der Dreieck-Taste bzw. Y-Taste aufrufen könnt, natürlich auch ein Tag-Team zu bearbeiten. Bearbeiten könnt ihr den Einzug, aber auch zum Beispiel, ob sie gemeinsam in die Arena kommen sollen oder ob sie einzeln reinkommen sollen. Zusätzlich habt ihr auch die Möglichkeit, natürlich hier, außer die vorhandenen Tag-Teams, auch neue Tag-Teams zu erstellen. Auch hier empfehle ich wieder mein Expertenvideo. Nachdem ihr die Tag-Teams bearbeitet habt und dann einfach wieder zurück in die Meine Universe-Ansicht gegangen seid, habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch die Shows noch aufzurufen. Im Prinzip ist das relativ ähnlich wie bei der Kalendereinstellung. Ihr könnt hier nochmal einstellen, zum Beispiel, wie viele Matches gespielt werden oder auch, ob ihr zum Beispiel eine Show löschen wollt. Nachdem ihr jetzt im Prinzip die komplette Universe-Erstellung abgeschlossen habt, könnt ihr natürlich jetzt endlich auch losspielen. Und dazu geht ihr hier einfach oben auf die Show. Das heißt, da wo eben die ganzen Wrestler zu sehen sind, da klickt ihr drauf und dann kommt in die Show-Ansicht. Diese Show-Ansicht ist jetzt keine Bearbeitungsansicht an sich. Ihr habt erstmal wirklich eine Übersicht. Unten habt ihr nochmal die News, die Rivalitäten, die Championship, die Superstars und die Tag-Teams. Allerdings nur von dieser Show. Also nicht vom gesamten Universe, sondern nur diese Show. Diese Show ist chronologisch aufgebaut. Das heißt, sie verläuft nonstop abspielend. Für euch ideal, wie gesagt, für die Experten, man kann natürlich noch viel mehr einstellen, das Expertenvideo, wie gesagt, anschauen. Hier ist es allerdings so, ihr könnt einfach eigentlich durchspielen. Das Ganze ist wie eine Show aufgebaut, das heißt, ihr könnt direkt loslegen. Nachdem die Show gestartet ist, kommt zunächst ein Intro und dann nochmal ein Feuerwerk und dann kriegt ihr nochmal so eine Match-Übersicht, die ihr dann im Prinzip nochmal anschauen könnt. Und da könnt ihr übrigens dann auch zum Beispiel einen Run-In einstellen. Also praktisch, wenn zum Beispiel jemand einfach das Match unterbrechen soll, das könnt ihr mit der 10er-Taste machen, beziehungsweise mit der RB-Taste bei der Xbox oder eben mit der R1-Taste.
Run-ins sind folgende Dinge, und zwar sind das Eingriffe von Dritten. Das heißt also, jemand, der zum Beispiel nicht in das Match direkt involviert ist, den könnt ihr hier eingreifen lassen. Und da könnt ihr sagen, zum Beispiel, er kann am Einzug kommen, er kann einen Eingriff mitten im Match machen oder er kann einen Eingriff nach dem Match vornehmen. Das ist ganz interessant. Im Augenblick ist das so, dass das dann die KI macht. Ihr könnt also ganz normal eurem Wrestler spielen in dem Match und dann werdet ihr überrascht. Wenn ihr den Universe-Mode spielt, werdet ihr natürlich auch mal Promos erhalten. Da kommt also jemand rein und soll eben eine Promo durchführen. So viel gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ihr könnt das Ganze gewinnen. Es gibt verschiedene Arten von Promos. Es gibt welche, wo mehrere Personen vorkommen, also in der Regel zwei, oder eben eine Einzelperson eine Promo hält. Das Ganze ist zeitbasierend. Ihr müsst also relativ schnell reagieren bei eurer Antwort. Ihr habt oben eine Anzeige, ob ihr beim Publikum ankommt. Es gibt vier verschiedene Publikumsarten, auf die reagiert es natürlich immer unterschiedlich, und ihr könnt natürlich dem Ganzen auch einen Charakter geben, also zum Beispiel Face oder Heel Turn machen. Zudem habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr lange die R2-Taste drückt, beziehungsweise die, ich glaube, RT, beziehungsweise die 9 bei der Xbox, dann ist es so, dass ihr auch die Möglichkeit habt, zum Beispiel einen Taunt zu machen oder einen Stare-Down, also ein Blickduell, oder einen Angriff auf den Gegner durchführen könnt. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Promos sind eine ganz tolle Neuerung, die eigentlich den meisten Spaß machen. Es kann sein, dass die KI, also das war zumindest jetzt meine Erfahrung, die KI leider nicht mehr häufig Promos ansetzt. Also umso weiter ihr praktisch im Kalender vorankommt, da müsst ihr zur Not dann wirklich bearbeiten. Das heißt, wenn ihr in diese Match-Ansicht zurückkommt, in diese Show-Ansicht, da habt ihr die Möglichkeit, auch die Matches zu bearbeiten. Das müsst ihr allerdings machen, bevor praktisch die Show beginnt. Also bevor ihr auf Show starten, beginnen drückt, dann müsst ihr im Prinzip diese Promo schon anlegen. Auch hier empfehle ich dann wieder mein Expertenvideo. Noch ein kurzes Wort zu den Rivalitäten. Da müsst ihr im Prinzip gar nichts weiter machen. Das läuft ganz automatisch. Ihr werdet, wie gesagt, Cutscenen erhalten, wo eben zum Beispiel irgendeiner angreift oder es wird jemand verletzt abtransportiert und so weiter und so weiter. Nach dem Match bekommt ihr nochmal eine kurze Übersicht, wie diese Rivalität verlaufen ist, ob sich was verändert hat, wer die Feinde, wer die Freunde sind. Das seht ihr hier, wie gesagt, auf dem Bild. Ja, viel mehr gibt es eigentlich da auch gar nichts zu sagen. Lasst euch einfach überraschen. So, das war es dann soweit von mir. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein paar Informationen rausholen aus dem Video. Und wie gesagt, ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ihr dann tiefer in dem Universe-Mode drin seid, empfehle ich euch das Expertenvideo, weil ihr könnt eigentlich viel mehr machen als das, was ich euch hier gezeigt habe. Aber wenn ihr drauf losspielen wollt, sind das alle wichtigen Einstellungen gewesen. Ja, also dann würde ich mich natürlich freuen, von euch zu lesen, vielleicht eure Meinung zu lesen und vielleicht auch einen Daumen hoch oder ein Abo, das würde mich natürlich sehr freuen. Ja, bis bald, euer Bam Bam.